Welcome in the Matrix. So Leute, das ist der Terrier. Ich habe ihn gerade mal angemacht. Wir lassen mal den ersten Tank einlaufen. Ja, wie ihr sehen könnt. Mit dem Konrad-Sprit 25%. Dann heute vielleicht noch, ich denke mal, ihr seht hier meinen HPI, den wollte ich heute auch noch mal eine Runde drehen, weil ich denke, das dauert ja eine Zeit lang, bis die Tanks da durch sind, ja, den lassen wir einfach so vor sich hin brummeln und dann ist gut, ja. Ich habe jetzt keinen Bock, mich die ganze Zeit dabei zu stellen und zu gucken, wie da drei Tanks durchlaufen, ja. Das ist alles ein bisschen ätzend, ja. Das hierzu, ich mache nochmal den HPI, gucke ich nochmal, aber der Nachteil ist halt, ich habe meinen einen Luftfilter vergessen, also kann ich eigentlich nur ein Auto laufen lassen, ja. Ja, das ist halt ein bisschen scheiße, ich habe nur einen Luftfilter dabei, habe ich vergessen, ey. Zack. Wir messen mal die Temperatur, ja. Ihr wisst ja, über 110 Grad darf es nicht gehen. Ein bisschen fetter gemacht, ja, das ist schon bei 80 Grad, ja, 85 Grad ist schon ziemlich hoch, ja, wie gesagt, ein bisschen fetter gedreht, mal schauen, was jetzt passiert, ja. Also innen an der Glühkerze haben wir ca. 87 Grad, außen haben wir schon um die 101 Grad. Ja, da gehen die Meinungen auseinander, ja. Ob man innen oder außen die Temperatur annimmt, ja. Also ich gehe mal von innen aus und da haben wir halt 87. Also wir lassen noch mal ein bisschen tackern, ja. Derzeit können wir mal versuchen, was anderes gucken. Mein Kumpel. No rockets on my channel, wie ich euch schon mal gesagt habe, ja. Mit seinem Really. Wohl nix. Hä? Ah, läuft nicht mehr, oder was? Alter. Ja, also Auto mag nicht mehr. Temperatur ist halt auch extrem warm heute wieder heute, ja. Und da haben die Elektro manchmal auch ein Problem, ja. Die Verbrenner auch, die Verbrenner werden halt schnell heiß, ja. So, wir gucken nochmal bei meinem. Messen wir mal die Temperatur.
habe jetzt noch mal ein bisschen fetter gestellt. Mal gucken, ob er da ein bisschen kühler wird. Ansonsten müssen wir mal kurz ausmachen. Ja. Wir warten mal einen Augenblick und dann gucken wir mal. So, wir messen jetzt noch mal. Ja, jetzt ist er ungefähr 2-3 Minuten noch mal gelaufen. Ja. Und dann schauen wir mal. Eine ganze Umdrehung fetter gestellt, ja, also es macht sich wirklich bemerkbar. Wir haben jetzt eine Temperatur von ungefähr 82 Grad, ja, also er ist schon kühler geworden. Ich denke, so kann man es lassen, so lassen wir den Tank jetzt mal durchlaufen und dann melde ich mich danach, wenn der Tank fertig ist, nochmal wieder. So Leute, nochmal kurzer Zwischenstand, ja, 10 Minuten ungefähr vorbei, ne, keine 10, 6 Minuten, ja, also wir haben uns eingependelt jetzt so mit ungefähr 83, 85 Grad, ja. Ich denke, so ist es wunderbar. Ja. Fett genug ist er eingestellt. Ja. Wir lassen den Tank mal durchtackern. Ja. Und ja, wie gesagt, das ist halt der Scheiße bei den Fours. Aber wie gesagt, ich mache es sowieso nicht. Ich gehe meistens her, lasse zwei Tanks durchlaufen. Und den dritten fahre ich schon mit ein bisschen Standgas und nicht mit viel Geschwindigkeit so ein. Ja. Weil die Motoren gehen eh nicht kaputt, ja. Früher hast du die ja komplett sofort, wenn sie neu waren, hart rangenommen, ja. Also wie gesagt, wenn man zwei Tanks hat einlaufen lassen und dann langsam sich an die Sache rantastet, nochmal ein, zwei Tanks, ist das voll und ganz ausreichend. Im Auto schlecht geworden, das ist gerade umgefallen. Ah, okay. Ja, er will nicht aufs Foto. Er ist nicht sofort gut. Foto gehen, denke ich. Ah, jetzt. Ein Sprung mit einem Crawler. Oh, festgefahren. Festgefahren. Er braucht Hilfe. Steckt da wieder fest. Ei, ei, ei. So, wir
gucken nochmal bei meinem jetzt. So. Wir messen nochmal die Temperatur. Außen 83 Grad, innen haben wir ungefähr 77, ja, 79, also das ist optimal. Wie ihr seht, er ist auch fett genug eingestellt. Ja, er spuckt richtig schön Sprit raus, ja, so muss das sein. Der Kolben hat richtig schön Schmierung, ja, einwandfrei. Wie gesagt, der Tank, der wird gleich leer sein, kann man noch drin. Ja, vielleicht noch so. Vielleicht noch 5 Minuten, dann ist der Tank leer. Dann ist das Auto ungefähr, lasst mich schauen, 20 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten laufen im Stand. Okay, wie gesagt, ich komme später nochmal wieder. Wir lassen den Tank jetzt mal durchlaufen und dann bis dahin. Das ist der andere von meinem Kumpel, auch ein Elektro wie eben, der wollte ja eben nicht, der Really. Jetzt sieht es wieder so aus, jetzt hat er sich ein bisschen abgekühlt. Oh, aber das ist halt auch ein Bash-Auto. Das Auto hat 90 Euro gekostet, da kann man nicht viel verkehrt machen. Mit der Landung hat er es noch nicht so, ja. Ich möchte mal wissen, wie das bei meiner Schanze ist. Die ist ja noch ein bisschen höher, da habe ich jetzt schon Angst. Ah, das war ein wunderbarer Sprung. Ja, der auch. Einwandfrei. Wunderbar, jetzt geht's. Ja, der Vorteil bei den Elektros ist halt, ja, sie machen absolut keinen Krach, ja. Wer das als Vorteil sieht, ich persönlich ja nicht. Bei mir muss es stinken und Krach machen, das ist am schönsten. Das Problem wieder eben, warum er nicht gelaufen ist, waren wieder mal diese scheiß Tamiya-Stecker, ja, die einfach nichts taugen. Ja. Äußerlich zwar zu, aber innen drin die Kontakte irgendwie nicht fest genug. Ja. Da gibt es Kurzschlüsse, der Stecker wird heiß und auf einmal geht gar nichts mehr. Ja. Scheiß Tamiya-Dreck. Die Stecker von Tamiya, also diese Tamiya-Teile, taugen wirklich nichts. Ja. Ich verstehe kein Wort. Ja, ich hab. Ach, schon wieder aus oder was? Ja, okay. Ich revidiere alles. Er ist schon wieder aus. Ja, das war's dann wohl wieder. Und es liegt hundertprozentig wieder an diesen geilen Tamiya-Steckern. An dem Rotz. So, wir schwenken nochmal auf meinen. Der Tank müsste gleich leer sein. Ja, der Tank ist gleich leer. Wir machen das Auto jetzt mal aus und lassen erst mal ein bisschen abkühlen. Alter! So, ja, wir brauchten schon nicht mehr auszumachen. Er ist von alleine ausgegangen, Leute. Ja, also. Ja, mit aufkochend heiß.
Ja, die scheiß Tamiya-Kacke da, echt. Ich sag dir, da hast nicht nur du Probleme, haben sie alle mit Problemen mit dem Dreck. Ja. So, wir messen nochmal die Temperatur, Leute. Und es hat den Akku gekostet heute. Also, wunderbar eingestellt, würde ich sagen. Schön fett, also bewegen uns so mit der Temperatur zwischen 70 und 74 Grad. Einwandfrei, ja. Wir lassen den jetzt mal abkühlen. Ich mach schon mal, hau wieder mal den Tank voll. Und wir sehen uns später nochmal wieder. Bis dahin. So Leute, jetzt ist es ein bisschen leiser, ja. Meiner tackert nicht, der kühlt hier ab, wie gesagt, ja. Hier nochmal der Tamiya Crawler, ja. Was für einer ist das? F350 High Lifted. Aha, F350 High Lifted. Schönes Auto von Tamiya, ja. Wie gesagt, Elektro, macht keinen Krach, stinkt nicht, hat Vorteile. Und auch ein Crawler kann springen, wie ihr seht, ja. Also eins habe ich jetzt schon, meine Rampe, ja. Ich glaube, die ist tödlich, ey. Ja. Ich glaube, da fliegst du... Oh, ja, das musst du nochmal machen, komm. Aber, ja. Warte mal, jetzt habe ich dich drauf. Ja. Aha, ihr habt gesehen, ein wunderschöner Stoppi. Ja, da brauchen wir mehr Schwung. Ja, und mehr Grip. Zack. So, okay. Dann sehen wir uns gleich nochmal bei meinem wieder, wenn der tackert, Leute. Bis dahin. So, Leute. Oh, der steht ein bisschen schepp, ja. Wir lassen jetzt mal den Tank durchlaufen. Ich habe ihn gerade angemacht. Er hat jetzt um die 30 Grad. Schauen mal, ja, wie gesagt, 20 Minuten tackern lassen, ey. Und wenn man dann abkühlen, dann fahren wir noch mal eine Runde mit dem HPI. Den ganzen Tank dabei sein, das dauert jetzt 20 Minuten, das wird langweilig. Ja. Ich melde mich nachher noch mal wieder, ja, wenn der Tank durch ist und wir mit dem HPI losfahren. Ja. Alles klar, bis dahin, ciao. Welcome in the Matrix.